Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wallets Battlecry 3, wo wir im letzten Mal uns in die Zwielichtwälder begeben haben und den Feen geholfen haben, die von mehreren Seiten angegriffen werden, nämlich von den Dunkelzwergen im Norden sowie von den Swarms im Südwesten in der Richtung. Jetzt könnte ich eigentlich da hingehen und, jetzt könnte ich hier weiter nach dem Traumkristall suchen. Ich würde aber gerne etwas anderes machen. Ich habe jetzt ein neues Slot in meinem Gefolge frei und ich würde dafür gerne quasi einen Heiler mehr antrainieren. Deswegen würde ich jetzt nach Aldirak gehen. Da gibt es ja diese wiederholbare Aufgabe, wo man die Mauer verteidigen kann. Und jetzt würde ich einmal als Nicht-Hochelfe spielen, um mir halt so einen Heiler-Magier heranzutrainieren. Deswegen werde ich in dieser Folge mit der Hauptstory, wenn man das so nennen darf, werde ich jetzt nicht weiter fortfahren, sondern ich werde einfach in den Süden gehen, um mir einen Heiler anzutrainieren. Und eine zweite Rasse vorzustellen, wenn jemand sowas interessiert. Weiß nicht, wie oft ich das noch machen werde, dass ich mal eine andere Rasse spiele als Hochelfe. Aber schauen wir mal. Gut, jetzt dahin. Kein Hinterhalt diesmal, was ist da los? Ja. Gut, dann würde ich mal sagen, verteidigen wir die Mauer. Was, wieso ist das sehr schwer? Naja, wir spielen jetzt auch mal Imperium. Wieso ist das einfacher als Imperium? What? Naja, jedenfalls. Gut, ich werde jetzt mal eine Runde als Imperium spielen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das Imperium hat auch Verbesserungen für Fernkampfangriffe. Von daher würden meine Mondwächter da auch von profitieren. Und deswegen nehme ich die beide mit. Den Biss brauche ich aber nicht, weil was soll ich damit? Ja, deswegen werde ich stattdessen Bauern anheuern. Bauern! Los! So, gut, dann würde ich sagen, einnehmen. Warte mal, ich muss hier irgendwo stehen. Ja, das reicht. So, statt einem, statt Bäumen bauen wir jetzt wirklich Gebäude, zum Beispiel hier Paläste. In diesen Palästen können wir weitere Bauern anheuern, sowie Upgrades für Speerkämpfer und Telebardiere erforschen, sowie halt Palast-Upgrades. Ich glaube, Imperium braucht vor allem Metall für ihre Upgrades, sowie viel Gold für ihre Einheiten. Es kann aber sein, dass ich mich irre. Vor allem brauchen wir, glaube ich, viel Metall. So. So, ihr kommt mal mit hier. So, du wieder Stand Ground, Magic Defender. Müssen wir hier so ein bisschen rumgucken. Da oben gibt es zum Beispiel noch Aufgaben. Da kann sich mal der Held kann da mal hier abholen. Ich glaube, hier gab es noch weitere Minen vor der Mauer. Deswegen würde ich die gerne einsammeln. Was wir jetzt erstmal machen können, ist mit diesen übrigen Bauern, die ich hier habe. 800 Gold. Okay. Archons sind nicht schlecht eigentlich. Und können heilen. Das wäre lustig. Na, schauen wir mal. Huch. Ihr seid hier irgendwie so aufgesplittet. Was ist da los? Wenn du da bist, kannst du es einnehmen. Was ich gerade sagen wollte, ist, man kann jetzt diese Bauern kann man quasi in die Minen stecken und dann wird die Produktion von Rohstoffen erleicht erhöht. Zum Beispiel kann ich jetzt die hier in die Metallmine stecken. Wenn ich hier schon mal das Upgrade erforsche. So, hier kann ich Verbesserungen für Waffen erforschen. Mhm. Und hier kann ich Einheiten bauen. Da brauche ich, glaube ich, mal ein paar Gebäude von. So. Archons, ja. Archons sind eigentlich relativ lustig. Die können auch so ein bisschen, also eigentlich können die mit ihrem Zauber Vergiftung heilen, aber so ein bisschen heilt das auch. Aber ich glaube, so als richtiger Gruppenheiler ist mir das, glaube ich, zu wenig. Vor allem sind die Nahkämpfer, auch wenn die fliegende Nahkämpfer sind, was diverse Vorteile hat. Ist, glaube ich, Archons sind, glaube ich, nicht das, was ich suche. Aber Quests bringen Bonuserfahrungen. Wenn ich irgendwie zu viel Gold übrig haben sollte, dann warum nicht? So. Hier kann ich Pikemans, Bogenschützen und Helebardiere ausbauen. ausbilden, meine ich. Was brauche ich hierfür? Quartermaster, okay. Das ist Blacksmith, brauche ich Quartermaster, okay. Bauen wir das mal als nächstes. Und dann das. So. Einnehmen. Hier wird schon die Mauer angegriffen, deswegen wir mal hier mit den Mundis ein bisschen Hallo sagen. Ich freue mich natürlich auch über die Erfahrung. Die haben noch nicht ganz so viel, die beiden. Okay. Oh, kommt ein Held. Schnell weg. Die Mauer ist viel gefährlicher, genau. Oh oh.
Tschüss. Ja, what the shit. Random Crits, ja. Sollte ich das Spiel nicht vergessen, ein Random Crit kann einen total den Tag versauen. Vor allem, wenn man Magier ist. Aber ich meine, das passiert mit jeder Klasse. Kann einmal so ein zufälliger kritischer Treffer, auch wenn er nur 5% Chance hat oder was weiß ich was, kann einem total den Tag versauen. Ja, so, gut. Besonders viel Zeit habe ich nicht mehr für die Quest und ich müsste 800 sammeln. Ja. Zeit habe ich 600. Wieso hat der Feen-Einheiten? What the frack? Irgendwas ist da kaputt. Ein Barbaren, der Feen-Einheiten rekrutiert? Nee, ich finde das komisch. Egal. So, hier können wir... Ach, das ist Blacksmith. Hier können wir auch Verbesserungen für Fernkampfwaffen erforschen, zum Beispiel auch Feuerpfeil. Davon profitieren nicht nur die imperialen Einheiten, die wir haben, sondern auch andere Einheiten, die wir haben. Also wenn ich jetzt die Mondwächter dabei habe, kann ich mit hier Feuerpfeil-Upgrades, kann ich auch Feuerpfeile für die damit gleichzeitig erforschen. Hier kann ich, das Imperium ist ein bisschen interessant, dadurch, dass sie halt quasi so ein Imperium haben und nicht nur ein einzelnes Volk sind, kann man so Einheiten von anderen Völkern zufällig rekrutieren. Also hier, wenn man das erforscht, dann wird eine zufällige Einheit ausgewählt und oder hier sogar ein zufälliger General ausgewählt, die man dann bauen kann. Von daher, es ist interessant. Also so als Volk sind die ganz interessant, aber ich finde, die zeichnen sich durch nichts so richtig aus. Das finde ich ist so ein bisschen das Problem. Bei denen kann man nicht sagen, so hier, die haben super geile Fernkämpfer, was man so irgendwie von Hochelfen sagen kann, ja. Sondern die sind halt, die können alles so ein bisschen. Wenn einem das gefällt, ist das ja nicht schlecht, so. Hi. Ja, wie gesagt, die haben halt einen Heilzauber gegen Vergiftung und so einen Spaß, den man theoretisch auch zur Heilung nutzen könnte, aber der heilt dann immer nur 10 pro Einsatz. Wenn man irgendwie 20 Archons hat, ist das sicherlich auch nicht schlecht, aber als Hauptgruppenheiler ist das ein bisschen wenig für mich. So, was haben wir hier noch? Okay. So, hier können wir Verbesserungen für Rüstung und für Nahkampfschaden erforschen. Damit werden auch ziemlich schwache Nahkampfeinheiten gar nicht mal so schlecht, wenn die plus 10 Schaden kriegen. Ich kann dann mal hier so... Also ich wollte vor allem ein paar Bogenschützen ausbilden natürlich. Huch, ich habe kein Gold. Okay. Ja. Ich werde mal ein paar hier Pikemans ausbilden. Einfach mal, um das zu demonstrieren. Und dann hätte ich auch gerne ein paar Bogenschützen. So. Handel ist hier und nicht in dem Gebäude hier, okay. Interessant. Und hier kann ich mein Armeelimit erhöhen, indem ich Rohstoffe ausgebe, was es auch bei vielen Völkern gibt und nicht schlecht ist. Dafür haben die zum Beispiel kein Income 3, also Hochelfen können quasi aus Minen noch ein kleines bisschen mehr rausholen, aber dafür können die auch keine Arbeiter da reinstecken. Das ist halt wieder der Vorteil, ich könnte jetzt hier, wenn mein Hauptgebäude nichts zu tun hat, könnte ich den einfach bloß Auftrag erteilen, hier Bauern, ja, und die Bauern könnte ich dann in die Minen reinjagen. Deswegen werde ich, glaube ich, noch einen weiteren Palast bauen, einfach nur, um die ganzen Minen mit Bauern zu befüllen. Ach, hier ist noch eine Goldmine. Oh. Ja, schade. So, hast du mal unten geguckt? Ach, da werden schon hier die Mauern kaputt gemacht. Das ist gut. Auch wenn die Nahkämpfer sind, sind die nicht schlecht, weil Flugeinheiten als Nahkämpfer wieder Vorteile haben, weil zum Beispiel hier dieser mächtige Schlechter, der für meine Monis relativ gefährlich wäre, kann gegen den nichts machen, weil der Schlechter nur Bodeneinheiten angreifen kann und der Archon kann ihn aber trotzdem im Nahkampf behaken. Deswegen, manchmal ist das nicht schlecht. So. Gut. Ich habe euch gar nicht gesagt, dass ihr unten gehen sollt. Mein Fehler. Zum Beispiel, wenn meine Nahkämpfer hier normalerweise 12 Schaden machen, mit den Upgrades kriegen die halt einfach plus 10 dazu, machen quasi dann doppelten Schaden. Das ist halt nicht schlecht. So. Ich werde, glaube ich, mal hier meine Metallmine füllen. Da sind aber schon 2, deswegen brauche ich erstmal nur 6. So, du kannst mal welche in die Goldmine stecken. Brauche ich noch was? Moral, Elefanten und Zauber. Das ist halt das, was ich will. Aber machen wir mal hier das hier. Archway.
Außerdem haben Archons so eine Fähigkeit, dass manchmal Einheiten vor Angst, also es ist nicht Angst in dem Fall, sondern es ist irgendwie so Ehrfurcht, aber es funktioniert ähnlich wie auch normalerweise Angst bei denen funktionieren würde, halt, dass sie dann vor denen wegfliegen, weil die so beeindruckt von denen sind. Naja. Ist ganz nett. Jetzt mal so auch mal ein bisschen Abwechslung für mich, so mal ein anderes Volk spielen, das ist immer nicht so verkehrt. Wieso kostet das weniger Kristall als die anderen Rohstoffe? Ich weiß es nicht, aber ich forsche es trotzdem. Huch. So. Die ganzen Upgrades müssen leider noch ein bisschen warten, weil mir gerade das Gold fehlt. Also für das Hauptgebäude brauche ich halt Metall, dafür brauche ich für den Rest brauche ich Gold. Es ist besser, als wenn man nur Kristall für alles braucht. Ja, ich meine, als Hochelf hat man so ein bisschen den Nachteil, dass man für so ziemlich alles, was so richtig Spaß macht, braucht man Kristall. Das kann ein Vorteil sein, wenn man Möglichkeiten hat, ganz viel Kristall zu generieren auf diverse Arten und Weisen und halt mit dieser Strategie, die ich immer fahre, dass ich viele alte Wisps baue, rekrutiere ist vielleicht bessere Wort, kann man das halt wieder so ein bisschen umgehen. Aber normalerweise ist das halt so ein bisschen der Nachteil von Hochelfen, du brauchst für jeden Scheiß, brauchst du Kristall. Hier braucht man viel Gold für diverse Sachen, aber man hat auch andere Rohstoffe, die man braucht, von daher ist das nicht ganz so schlimm. Ich hätte wahrscheinlich nicht das Gold für den Archon ausgeben sollen, so gut wie der ist, aber naja, gut, egal. Dauert es halt ein bisschen länger, mein Gott. So schlimm ist es jetzt nicht. So. Rüstung für alle. Oder bessere Fernkampfreichweite. Ich glaube, ich mache erstmal bessere Fernkampfreichweite. Hier kann man sogar einen zufälligen General von einem anderen Volk rekrutieren. Und das schon auf Stufe 4. Also man hat halt keine Kontrolle darüber, wie der General aussieht, aber man könnte es theoretisch früher kriegen, als andere Leute ihre Generäle kriegen. Deswegen, es ist nett. Keine Frage, das Volk ist durchaus interessant. Aber es zeichnet sich nicht so richtig aus. Außer, das Einzige, wo die sich so ein bisschen dann doch auszeichnen, ist als Einheiten, die gegen Kavallerie gut sind, ja. Hier schon die Pikemans machen dreifachen Schaden gegen gegnerische Kavallerie. Was manchmal ganz interessant ist. So, vor allem gegen bestimmte Völker, die viele mächtige Kavallerie-Einheiten haben, ist das nett. Aber es gibt halt wenige, bei denen das mal der Fall ist. Also mit Kavallerie brauchen wir die nicht narren, da haben die viel zu mächtige Einheiten gegen. Auch die Helebardiere hier, die machen extra Schaden gegen Kavallerie. Ich werde, glaube ich, auch mal zumindest einen davon ausbilden. So zu Demo-Zwecken. Kann man hier Upgrade erforschen vielleicht? Ja. So, das. Eine Naga bewacht den Schrein. Sie möchte sich anschließen, wenn wir 1000 Kristall ihrem Gott geben, Koatl. Okay, können wir. Wir haben 1000 Kristall. Ja, Naga sind Srati-Generaleinheiten. Die haben wir, glaube ich, ein paar Mal schon mal gesehen. Die können verbündeten Einheiten, können sie ein Schild verpassen und sind okay Fernkämpfer. Halt nicht so besonders gut gegen Gebäude wie die Mondis mit ihren Feuerfallen, aber sind nicht schlecht, keine Frage. Naga sind nette Einheiten. Aber es ist auch nicht so, dass sie sich durch irgendwas auszeichnen. So, wie die Mondwächter sind halt gegen gegnerische Armeen gut, wegen ihrer Multischussfähigkeit. Gegen gegnerische Gebäude sind sie mit Feuerpfeilen ausgestattet auch gut. Von daher, die können halt im Alleingang ganze Armeen zerlegen. Was halt so bei Nagas ist das so zweifelhaft, ob die das alleine immer hinkriegen. Wieso habt ihr eure Dings schon wieder verbraucht? Naja, können die Pikemen auch mal was machen? Können die ablenken, während hier die Mondwächter draufschießen? So, gut. Wollte nämlich, dass die Mondis noch ein bisschen Erfahrung kriegen. Jetzt, wenn wir schon mal hier warten, dann können die Mondis so ein bisschen Erfahrung schon mal sammeln. So. Du kannst eigentlich mal hier so ein bisschen rumlaufen und mal schauen, was da so los ist. So, auch die Hellebardiere machen Bonusschaden gegen Kavallerie und haben auch einen höheren Schaden schon von sich aus und eine höhere Rüstung, also die sind relativ widerstandsfähig. So, ich kann aber die Naga hinschicken und das einnehmen, wenn der Held hier weiter den Pass hält. So, Palast-Upgrade. Fehlt mir noch Metall, okay.
Und hier kann man noch zusätzlich die Kampffähigkeiten von den Piken und den Hilbardieren verbessern. Also wie gesagt, gegen gegnerische Kavallerie sind die ziemlich gut. Gegen andere Sachen ist, naja... Die sind sehr flexibel, sagen wir es mal so positiv, ja, die sind flexibel. Man kann auch, glaube ich, die Kosten von den Mercenaries reduzieren. Man kann hier Forschung erforschen, sodass man Geld ausgibt, um zukünftige Mercenaries günstiger zu machen. Weil man kann hier beim Quartermaster, kann man diese Mercenaries, die haben keine Bauzeit. Die kann man quasi, wenn man genug Gold auf Vorrat hat, kann man quasi eine riesen Armee von denen auf einmal herbeirufen lassen. Und hiermit kann man das günstiger machen. Also wenn man die bauen wollte in riesigen Massen, wir haben ja schon gesehen, als in unserem Gefolge, dass sie gar nicht mehr so schlecht sind. Also wir hatten ja mal als Söldner mitgenommen und denen gekämpft und sowas. Von daher, die sind nicht schlecht. Und mit denen kann man halt, wenn man wollte, könnte man massig davon bauen und mitnehmen. So, hier sind 8 Bauern drin. Auch. Was brauche ich denn noch? Könnte ich gleich mal Trade erforschen. Dann könnte ich zum Beispiel Stein und Kristall tauschen, was man nicht so viel braucht. So. Gut, Upgrade. Noch? Schade. Da war es auf einmal wieder weg. Na gut. So, weiter. Oh, da unten sind wieder Dullis. Machen wir die Dullis mal fertig. Gut, Hammer. Dullis ausgeschaltet, Sir. Und so, du kannst die Mine einnehmen, wenn der andere auf dich aufpasst. So. Brauche ich noch irgendwas? Natürlich Upgrade hier, damit ich mal endlich Magier ausbilden kann, weil deswegen mache ich das ja eigentlich jetzt hier. Deswegen sollte ich mich da vielleicht mal ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Das ist eine Level 1 Mine. Naja. Es ist fragwürdig, ob es sich lohnt, Bauern auszubilden, nur um die in Stufe 1 Minen zu stecken, aber ich mache es trotzdem mal. So, hier kannst du mal wieder... Da welche hinschicken und hier können wir Upgrade machen. So. Gut, wir könnten mal noch ein bisschen Metall brauchen. Könnten wir zum Beispiel mal Nahkampfschaden? Nee. Wir könnten mal Rüstung erforschen. Würde mal interessieren, ob die Mondis dann auch von der Rüstungsverbesserung profitieren. Weil wir haben so eine Forschung ja nicht. Wir haben jetzt Rüstung von 18, 21, okay. Gut, schauen wir mal. Oh, ihr könnt euch mal hier zurückziehen. Nee, nicht angreifen. Gut. So. Wenn wir dann Stufe 4 Upgrade haben, dann können wir mal hier den Magier, die Bibliothek bauen. Und ein bisschen Kristall sparen für die Verbesserung, also für die Feuerpfeile. Ich glaube auch die Magier verbrauchen viel Kristall, deswegen werde ich mal zumindest 4 Bauern an die Kristallmine schicken. Ja. Hier können wir verschiedene Magier ausbilden. Wir können jetzt schon die weißen Magier ausbilden, wegen denen ich hier bin. Die haben auch noch andere interessante Magier, nämlich die roten und die schwarzen Magier. Die sind von der einen Kampfleistung, sind im Vergleich zu den Mondwächtern deutlich schlechter, haben auch weniger Rüstung. Aber dafür können sie mit ihren Zaubern, können sie ganze Gegner Massen einäschern, wenn die ihnen nah genug kommen würden. Und hier gibt es auch noch zusätzliche Verbesserungen, die nicht schlecht für die sind. Hm. Plus 15 Magie. Zählt das auch für mich? So, wir müssen erstmal hier, bilden wir jetzt mal weiße Magier aus. 2, dann hätte ich gerne mal das zum Probieren. Ich habe jetzt 86, okay. Und hier kann man noch Forschung machen, um quasi zusätzliche Zauberlevel für irgendwas zu kriegen. Manchmal ist das ganz nett, weil die ersten Stufen von manchen Zaubern nicht schlecht sind. Zum Beispiel könnte man dann vielleicht sein Mana nutzen, um
um zusätzliche Bauern oder sowas ähnliches einfach herbeizuzaubern, anstatt dafür Geld auszugeben. Aber so zentral ist das jetzt für die Strategie hier auch nicht. Von daher werde ich es, glaube ich, überwiegend lassen. Na, schauen wir mal. Ist immer so lustig, wenn man irgendwie eine lange Runde hat, wo man bloß Erfahrung farmt, dann ist das sicherlich nicht schlecht. Aber wenn man Erfahrung farmen will, dann würde man eine andere Rasse spielen als diese hier. Vielleicht demonstriere ich die auch nochmal irgendwann. Aber heute nicht. So, Upgrade. Also was haben wir noch erforschen? Wir können noch Moral verbessern, warum nicht? Also ich glaube, ich brauche mal noch ein Library. Was? Troops are under attack? Oh. Ups. Jetzt beschützt doch mal diese dämliche Mauer hier. Ach, warum geht ihr jetzt da lang? Durch. Da durch, genau. Und jetzt den schießen. Danke. Könnt das doch. So. Nochmal eine Rüstungsverbesserung. Achso, ich wollte gucken, ob das für die Mondwächter auch gilt. Ja. Hm. Nicht schlecht. Naja. Gut. Also, die Mondis sind ja nicht total nutzlos. Manchmal, wenn man irgendwie andere Rassen spielt, als die, die man normalerweise spielt, hat man halt einen riesen Nachteil davon, wenn bestimmte Forschungen nicht da sind. Deswegen ist das selten sinnvoll, das zu machen. Jetzt im Rahmen der Kampagne. Manchmal ist das aber gar nicht so schlimm. Also hier zum Beispiel haben wir jetzt, wir können zwar keine Mondis ausbilden, aber sonst, die Mondis, die wir haben, funktionieren so wie sonst. Und wir haben jetzt noch zusätzliche Magier. Die können halt, wir hatten ja schon mal welche, die können halt einmal Vergiftung heilen und einmal eine Gruppenheilung machen. Interessant, die haben jetzt 10 Mana mehr als normalerweise, oder? Ach nee, das habe ich noch gar nicht erforscht. Entschuldigung. Das kommt gleich erst. So. Kannst du noch ein paar weiße Magier herstellen hier. So, das. So. Was bräuchte ich denn noch? Feuerpfeile. Jetzt habe ich kein Kristall mehr. Wut. So. Schick mal noch ein paar Bauern in die Kristallmine hier. So. Wir können noch wieder Moral verbessern. Ne, das ist das falsche Gebäude. Das hier. So. Ich muss ja nur mehr hier unten. Oh, da kommen auch noch Adler. Los, Multishot. Ja. Nee. Lass das die Nahkämpfer machen. Gut. Ihr könnt euch ein Stück zurückziehen. Könnt gerne hier bleiben, ansonsten hätte ich gerne die Heiler, den Weißmagier noch da vorne, damit er auch ein bisschen Erfahrung kriegt, möglicherweise. Wenn ihm die Mondis was übrig lassen, ne? Das ist ja immer so eine Sache. Schauen wir mal, kann der da unten mit den Barbaren fertig werden? Bin ja mal gespannt. So. Nein, wieso gehst du jetzt? Ach, einfach ein Stück nach Süden, Freundchen. So, jetzt. Nein! Was zum Geier? Jetzt greif ihn an. Na gut, die profitieren ein bisschen davon, dass die jetzt Rüstungsupgrades haben. Sonst wäre da ziemlich aufgeschmissen. Na gut. Mit Rüstungsupgrade wird er damit fertig. Ohne Rüstungsupgrade, weil wir das bei uns nicht haben, sollte ich den eher aus dem Kampf raushalten. Also außer die sind ein bisschen höherleveliger und so. Die kriegen dann auch automatisch bessere Rüstung als normal und so. Also jetzt mal von diesen Sachen abgesehen. Der Löwenthron. Nicht der eiserne Thron, ja, der Löwenthron. Können wir hier bauen. Ist halt unser, ja, unser Mondkönig jetzt hier für dieses Volk, der Titan. So, das haben wir. Brauche ich noch Bevölkerungslimit für irgendwas? Ja, vielleicht, ja. Also ich kann jetzt hier ebenfalls die anderen Magier ausbilden, das werde ich auch, glaube ich, mal machen. Schwarzmagier sind eine ganze Ecke teurer als die anderen, aber sind ziemlich mächtig, deswegen werde ich jetzt mal hier durchgehend Schwarzmagier ausbilden.
So Mädels, ihr könnt jetzt mal hier in den Süden gehen. Und schießen. Na, vielleicht doch nicht. Sind vielleicht für so viele Nahkämpfer sind das ein paar wenige. Aber so haben die Mundwächter auch noch was abgekriegt und... Ne? So. Ich habe Feuerpfeile noch gar nicht erforscht, das sollte ich vielleicht nochmal tun. Ich habe nur noch nicht genug Kristall. Na, jetzt gebe ich vor allem auch viel aus durch die ganzen Magier.